Mittwochnachmittag, 13 Uhr. Es gab schon mal angenehmere Anstoßzeiten fürs kleine Derby St. Pauli 2 gegen HSV 2. Logisch, dass da auch Timo Schulz, frischgebackener Sieger im Duell der Hamburger Zweitligateams, mal vorbeischaut. Spieler wie Niklas Natsch, Aurel Lubongo und Max Brandt also mit der Gelegenheit, sich mit einer guten Leistung für die Profis zu empfehlen. Beim HSV unter anderem Aaron Opoku und Robin Meissner aus dem Profikader mit dabei, auch Tim Walter also auf der Tribüne. Beide Teams mit einer Niederlage zum Auftakt in diese Regionalligasaison. St. Pauli heute in Weiß in Lübeck, der HSV heute in Blau gegen Drochtersen Assel. Erste gelbe Karte, Giamfi nach 7 Minuten, HSV-Keeper Leo Oppermann übrigens nach Notbremse im vergangenen Spiel rot gesperrt. Erste Chance für den HSV. Robin Meissner kriegt seinen Körper nicht mehr ganz über den Ball. Und die erste gute Chance der Begegnung danach knapp 10 Minuten. Ali Du mit dem Kopf und Jesper Heim mit der starken Parade. Und der HSV definitiv mit dem besseren Start in diese Begegnung. Wieder ist es Ali Du, der zufällig an den Ball kommt. Nächste sehr gute Gelegenheit. St. Pauli im Glück. Apropos, was war los mit Braun-Weiß? Immerhin mal eine Standardmöglichkeit und Hugo Teixeira schraubt sich hoch, starker Kopfball. Der Innenverteidiger trainiert ja bereits mit den Profis, der Kiezkicker. Dann aber wieder der Hamburger Sportverein, wie gesagt, die dominierende Mannschaft in dieser Partie nach dem Freistoß. Der Ball auf den auffälligen Ali Du nochmal in die Mitte und dann steht Zumberi genau richtig und macht ihn rein, 0-1. Ohne Zweifel, das Tor verdient aufgrund einer deutlich besseren Anfangsphase und Valon Zumberi, der 18-Jährige, schon seit 10 Jahren beim HSV, hat es dann relativ leicht. St. Pauli brauchte eine Weile, um sich vom Rückstand zu erholen. Schon eine halbe Stunde gespielt, Cordes auf Lubongo. Aurel Lubongo ist eine ganze Menge, aber mit 1,73 nicht unbedingt ein Kopfballungeheuer. Die Gäste weiterhin gefährlich und immer wieder in Aktion. Farid Ali Du, eine ganz starke erste Hälfte, aber Klaas, auch ein muss er machen und zwar mindestens. Zur Pause sein Trainer Pit Reimers trotzdem zufrieden, nur 1-0, aber die bessere Mannschaft, das sieht Horst Rubesch sicher ähnlich. St. Pauli in Durchgang 2 verbessert und aufgepasst, knifflige Szene. Andresen klärt auf der Linie mit der Hand, aber Referee Schneider ohne gute Sicht auf die Szene. Die HSV-Fans werden wohl sagen, ausgleichende Gerechtigkeit für vergangenen Freitag. Aber Braun-Weiß weiterhin am Drücker. Natsch auf Lubongo und Fabisch rettet 2 richtig dicke Dinger nach der Halbzeit. Jetzt der HSV, die glücklichere Mannschaft. Aber natürlich immer wieder Gelegenheiten zum Umschalten für die Gäste. Jetzt wie hier nach 71 Minuten. Der Treffer von Pakia zählt aber nicht abseits. Und wir sind schon in der absoluten Schlussphase. Der eingewechselte Beleme hat die Chance, alles klar zu machen. Aber gleich zweimal Sieger Jesper Heim. Das Ding hier also noch nicht ganz vorbei. 89. Minute. Fabisch sieht nach diesem Foul die Ampelkarte der HSV in der Nachspielzeit nur noch zu 10. Und eine Chance gab es tatsächlich noch für St. Pauli, aber der Freistoß sehr weit vorbei und dann war Feierabend. Der HSV vermeidet die zweite Derby-Niederlage innerhalb von 5 Tagen und kann etwas Wiedergutmachung betreiben, siegt verdient aufgrund einer starken ersten Hälfte. Ja, ich denke mal, das haben Sie richtig gesehen, dass wir dann in der ersten Halbzeit, da war nichts drin, viel vorgenommen, aber da war gar nichts von dem, was wir in Lübeck auch teilweise gezeigt haben. Also mit so einer, sag ich mal, Einstellung startet man kein Derby. Also wenn man heute unsere Startelf gesehen hat, dann waren wir nicht nur jung, sondern es war auch eine richtige HSV-Mannschaft. Also von den 11 Jungs, die heute angefangen haben, sind 8 hier ausgebildet worden. Dazu Robin Meissner, der letzte Saison schon gekommen ist. Und das ist immer ein besonderes Spiel für jeden HSVer. St. Paulis Fehlstart ist perfekt. Der HSV jubelt und gewinnt im kleinen Derby mit 0-1.